Sie haben viele Reden gehalten, darunter auch sicherlich viele bedeutende, aber zwei sind mir in besonderer Erinnerung. Das eine war Ihre Rede 1991, und zwar eine wegweisende Rede zum Umzug von Bundestag und Teilen der Bundesregierung von Bonn nach Berlin, die wohl eindeutig mit dazu beigetragen hat, eine Mehrheit im Bundestag zu gewinnen. Warum war das für Sie eine so wichtige politische, kulturelle und emotionale Frage? In der alten Bundesrepublik war doch immer klar, Berlin ist die deutsche Hauptstadt. Solange Deutschland geteilt ist, ist Bonn stellvertretend für Bonn, für Berlin Hauptstadt. Aber wenn wir eines Tages die Teilung überwinden, wann, ob, wie, wird man sehen, aber das war, für mich war überhaupt keine Frage. Ich kann mich noch erinnern, Anfang 1990 kam der Bonner Oberbürgermeister Daniels, hieß der. Der war Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, war aber Oberbürgermeister von Daniels, wollte einen Termin beim Bundesinnenminister, na klar. Und dann habe ich noch überlegt, was will er? Und dachte, der kommt womöglich, um zu sagen, dass Bonn Hauptstadt bleiben muss. Das war aber noch lange vor der Volkskammerwahl, also noch vor dem 18. März. Also der Daniels kam und sagte, ja, es geht ja jetzt doch und wer weiß und vielleicht wird alles viel schneller und besser und überhaupt. Ja, sag ich, ja, ja, klar, und muss schon irgendwie so schmunzeln und sagt, aber dann ist doch klar, Bonn muss natürlich Hauptstadt bleiben. Da sage ich, Herr Daniels, das meinen Sie aber nicht im Ernst. Doch! Und ich musste einfach nur lachen. Ich hab schall gelacht. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich gebe Ihnen eine Bescheinigung, dass Sie mannhaft beim Innenminister sich dafür eingesetzt haben, dass Bonn Hauptstadt bleibt. Die können Sie auch Ihrem Stadtrat zeigen. Aber ich will nur sagen, ich bin ja auch ein bisschen stolz darauf, dass die 17 Stimmen von uns, ja klar, das war ja eine kleine Gruppe, wenn die für Bonn gewesen wären, dann wäre Berlin nicht der Sitz vom Bundestag und Bundesregierung. Das ist wahr. Die SED oder PDS und der Schäuble haben Berlin zur Hauptstadt gemacht. Richtig.